Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein ganz cooles Projektset, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Und ihr seht hier schon die 4 Karten, die man auf jeden Fall daraus machen kann. Das Projektset nennt sich Alles, was Freude macht. Und dazu gibt es ein schönes Stempelset und ich erkläre euch jetzt im Video, zeige ich euch mal, wie man die Karten macht und was man noch so aus dem ganzen Material machen kann. Also, genau. Ihr seht jetzt hier schon mal die 4 Karten, die empfohlen sind oder die quasi Stampin' Up so entwickelt hat. Das ist einmal diese Karte mit diesen wunderschönen Blüten im Hintergrund. Also ich finde die Hintergründe einfach total cool und es schaut dann richtig gut aus mit diesem fein ausgeschnittenen Papier. Genau. Also ich habe sie fast so gemacht wie empfohlen. Hier ist ein bisschen was anders, aber ja. Also nur minimal, da habe ich mich sehr stark dran gehalten. Okay, und jetzt zeige ich euch erstmal, was alles in diesem Projekt-Kit dabei ist. Und dann basteln wir einzelne Karten und dann zeige ich euch noch, was man noch so draus machen kann. Ihr habt in diesem Set als erstes mal so eine coole Tasche, wo ihr dann alle fertigen Karten reinmachen könnt und die dann super aufbewahren könnt oder verschenken könnt. Das wäre auch ein total schönes Geschenk. Also es sind insgesamt 16 Karten, die ihr machen könnt. Und wenn man 16 Karten schon vorbereitet und die jemand gibt und der kann die dann weiterschenken, das ist auch eine tolle Geschenkidee, denke ich. Weil viele, ja vielleicht Oma und Opa oder so, würden sich darüber bestimmt freuen, wenn man einfach so eine Kartenauswahl hat und die dann in so einer tollen Tasche geschenkt bekommt. Oder natürlich, man kann dieses ganze Set auch als Geschenk an jemanden geben, der gerne bastelt. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Geschenkidee. Okay, also, diese Hülle habt ihr. Dann habt ihr als Arbeitsmaterial einmal so einen Faden, das ist Grapefruit in der Farbe. Ihr habt Dimensionals, zu denen muss ich später noch was sagen. Ihr habt so kleine durchsichtige Klebepunkte und Glitzerstraßsteine in dem Set schon mal dabei. Und ich sage euch auch gleich, was ihr zusätzlich noch alles an Material braucht. Dann habt ihr immer eine bedruckte Grundkarte und dazu die passende Form, die schon so vorgestanzt ist. Also das ist schon so vorgestanztes Papier, das ihr dann super darüber machen könnt. Also einmal für diese Karte. Für die grüne Karte gibt es hier noch dieses Glitzerelement in den Hintergrund. Also einmal die Grundkarte, Glitzerpapier und das fein geschnittene Papier oben drüber. Dann einmal die Grundkarte in diesen Farbkombinationen mit diesem Papier oben drüber. Und dann noch, was ich total cool finde, sind diese Kreise mit den passenden Formen drüber, dann meint man gleich, das sind Zitronen und Mandarinen und Limetten. Finde ich total witzig. Also die Karte gefällt mir besonders gut. Wobei mir alle sehr gut gefallen. Also ich finde das Set wunderschön. Dann haben wir 16 Kuverts, passend und schön bedruckt von der Farbe. Hier haben wir dann Etiketten. Also ihr seht jetzt nur die Hälfte. Es waren 2 Bögen drinnen. Die sind eben schon so vorgeschnitten und auch mit so einem silbernen Rand außenrum. Ich hoffe, ihr seht es gut. Und die kann man sich einfach so durchdrücken und hat dann eben schon die fertige Form. Dann auch ein bisschen Etiketten und Blümchen für den Hintergrund. Haben wir auch 2-mal im Set, habe ich schon einmal gebraucht jetzt. Aufgebraucht. Und dann haben wir noch 2 solche Glitzerelemente mit 4 großen Fähnchen, 4 kleinen Fähnchen. Und mit Blättern, die seht ihr jetzt gleich, das sind ganz feine filigrane Blätter. Die habe ich hier auch schon mal rausgedrückt für euch, dass ihr das seht. Also wirklich total fein und mit diesem Glitzerpapier, also wirklich total schön. Und das sind die Sachen, die ihr zusätzlich noch braucht oder die ich euch empfehle. Was ich euch empfehle, was ihr aber nicht unbedingt braucht, ist ein Falzbein. Ihr könnt es ohne machen und eine Pinzette. Ich habe die beiden Sachen, deswegen nutze ich sie natürlich auch, aber die Sachen braucht man nicht unbedingt. Und was man nicht unbedingt braucht, ist eine 2. Stempelfarbe. Also Stampin' Up! Empfiehlt Jade und Kussrot. Ich habe allerdings Kussrot nicht. Ich habe Wassermelone verwendet und ich finde, das geht auch. Aber man könnte das Ganze zur Not auch nur mit einer Farbe stempeln. Also nur mit Jade oder nur mit Kussrot geht genauso. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Schere. Die hat ja jeder eigentlich zu Hause. Ich empfehle euch den Flüssigkleber. Ihr könnt das alles mit den Klebepunkten machen, aber also ich glaube, auf den braucht man nicht verzichten, weil der ist wirklich Gold wert. Einen Stempel-Acrylblock braucht ihr. Die Größe blende ich euch ein. Ich glaube, das ist D, aber das blende ich euch ein. Und ihr braucht eigentlich das Stempelset Alles, was Freude macht.
Ihr könnt natürlich auch jedes andere Stempelset nehmen, aber das passt eben genau zu dem Set. Das heißt, die Größe von den Sprüchen passt genau auf die Etiketten. Und ich finde, das ist ein richtig schönes Stempelset. Genau. Okay, und dann legen wir jetzt los. In dem ganzen Set ist auch immer so eine Anleitung dabei. Also einmal steht drin, was alles für Produkte drinnen sind in dem Set enthalten. Und dann ist immer eine Anleitung dabei, wie ihr die Karten gestalten könnt. Ich bastel jetzt mit euch einmal die Anleitung quasi im Video, so wie die Karte empfohlen ist. Und dann machen wir noch eine Art Karten ganz anders. Und ich zeige euch noch meine dritte Variante. Also ich habe die auch nochmal abgewandelt. Genau. Okay, wir legen jetzt los mit der grünen Karte. Ich habe mir den Spruch schon mal auf meinen Stempelblock aufgezogen und fange jetzt auch an mit Stempeln. Und dazu brauche ich, richte ich mir erstmal die Materialien her. Also ich nehme mir einmal diesen Kreis für den Hintergrund und einmal das ovale Etikett. Und ich fange jetzt auch an mit dem Spruch zum Stempeln und mache das Ganze jetzt, wie gesagt, in Wassermelone. Empfohlen wäre Kussrot, aber ja, schaut einfach, was ihr da habt. Der Spruch ist, wir sind so stolz auf dich. Und was mir ein bisschen aufgefallen ist bei dem Stempelset oder bei dem Papier, ist, dass es nicht ganz so schön stempelt wie auf dem Flüsterweißen. Und die Dimensionals, die im Set dabei sind, sind auch nicht so toll wie die, wo wir normalerweise haben. Also die sind irgendwie anders. Die gehen auch, aber sind nicht so schön wie die normalen Dimensionals, die wir im Programm haben. Okay, jetzt nehme ich mir den Flüssigkleber und mache mir auf die Rückseite den Flüssigkleber. Ihr seht immer so einen ganz leichten bräunlichen Rand, das ist die Oberseite. Aber mein Gott, man kann es auch anders drum gestalten. Und ich mache den Kleber nur so ganz leicht einmal in die Mitte und dann hier so auf den Rand und kann mir das dann auf mein Glitzerpapier kleben, beziehungsweise lege ich mir das hin und mein Glitzerpapier klebe ich so rum drauf. So. Und dann nehme ich das Ganze und klebe das schon mal auf Dimensionals auf. Und wenn man die so wegzupft hinten, löst sich manchmal die Klebefläche mit ab. Das ist ein bisschen anders als bei unseren normalen Dimensionals. Aber naja, schade. Halt, bevor ich das aufklebe, falze ich mir das noch einmal nach. Also ich nehme jetzt den Papierfalter, aber wie gesagt, den müsste man nicht unbedingt haben. Und dann klebe ich mir das jetzt so auf. Dann kommt der Kreis in die Mitte und ich habe den jetzt auch mit Dimensionals festgeklebt. Ich weiß gar nicht, wie es empfohlen ist, ob man den mit Flüssigkleber oder mit Dimensionals macht. Aber ich finde, so Kleinigkeiten darf man selber abwandeln und so machen, wie es einem gefällt. Also jetzt kriege ich eben hier die Folie, die da drüber ist, nicht richtig ab. Und hier oben drüber nochmal mit Dimensionals. Eigentlich reicht da einer in die Mitte. Noch mein Spruch. Und ihr seht also, die Karte ist im Prinzip schon fertig. Was wir jetzt noch machen, ist eine kleine Schleife. Diese Schleifen kann man auf diese kleinen Mini-Klebepunkte aufkleben. Da ist auch so eine Schutzfolie drüber. Und dann kann man die Schleife da drauf kleben. Ups. Hat die sich ein bisschen verdreht. Und dann zusammen mit dem Klebepunkt aufs Papier aufbringen. Das ist, glaube ich, so an der Seite empfohlen. Ja, sehr. So ist es empfohlen. Okay. Also ihr seht, hier kommen jetzt eigentlich im Original noch ein paar Glitzersteine drauf. Das machen wir noch schnell. Dann nehme ich mal die Pinzette. Und zwar einmal hier oben. Und dann noch zwei hier unten. Und schon ist die erste Karte fertig. Also ihr habt hier einmal die Karte, so ist sie empfohlen.
Diese Karte habe ich ein kleines bisschen abgewandelt. Da fehlen noch die Glitzersteine, aber die kann man noch drauf machen. Ich habe einfach nur die Schleife einmal außenrum um dieses weiße Papier gezogen und dann sieht man hier noch ein bisschen so, ja, die Schleife. Aber das ist Geschmackssache. Und dann habe ich noch eine dritte Variante für euch. Die sieht so aus. Habe ich jetzt in Jade gestempelt, im Querformat. Und hier unten habe ich noch diese Blätter hingemacht. Und ja, finde ich, ist auch eine ganz coole Idee, oder? Sieht auch ganz hübsch aus. Also drei Ideen mal zu dieser Karte. Und es kommt noch eine vierte. Die machen wir gleich im Anschluss. Die nächste Karte, die wir machen, ist diese orange Karte. Und da ist der Spruch, bleib wie du bist. Und ich stempel mir den auch wieder mit Wassermelone auf. Dann brauchen wir das gelbe Hintergrundetikett und, ah ja genau, dann brauchen wir noch das Fähnchen. Und hier beim Fähnchen müsst ihr ein bisschen aufpassen, da gibt es zwei verschiedene, einmal so kleine und einmal so ganz große Fähnchen. Wir brauchen jetzt das kleine für diese Karte. So, okay, dann falten wir uns wieder die Grundkarte, das ist eigentlich immer so der erste Schritt. Einmal nach und kleben uns hier diese ausgestanzte Form drauf. Und da gucke ich vorher immer noch kurz, wie sie drauf gehört. Dass ich sie nicht andersrum mache, sondern so gehört sie drauf und dann kann ich mir auf die Rückseite den Kleber machen. Und hier, also mit dem Flüssigkleber, wir brauchen wirklich nicht viel. Einfach so einen kleinen Rand und so die dickeren Stellen mache ich immer ein bisschen mit Flüssigkleber und einmal den kompletten Rahmen außenrum. Aber hier empfiehlt sich eigentlich wirklich der Flüssigkleber. Wenn ihr da mit diesen kleinen Punkten arbeiten müsst, dann braucht ihr ja ewig eigentlich. Aber okay, und dann klebe ich mir das hier auf diese Kreise auf. Habe ich gerade gesagt, ich habe es mir richtig hingelegt. Naja, das ist der Vorführeffekt, gell? So, schön aufgeklebt. Wenn euch mal ein bisschen Kleber irgendwo an der Seite rauskommt oder so, das macht nichts, weil der wird durchsichtig, wenn er angetrocknet ist. Dann kommt hier das Etikett drauf. Das mache ich auch mit Dimensionals. Also wie gesagt, bei den Klebern habe ich jetzt nicht geguckt, was da empfohlen ist. Das macht es einfach nach Gefühl. Einmal das Etikett, das ist relativ weit drüben. Dann kommt der Kreis mit dem Faden, der ist ein bisschen, schauen wir mal, ob wir den jetzt gleich hinkriegen. Ich wicke mir das einfach so um ein paar Finger rum und lege mir den dann mal so auf mein Projekt und teste mal, ob der von der Größe passt. Das ist natürlich zu klein. Also wir nehmen mehr Finger, machen den ein bisschen größer, so. Mir das an einer Stelle fest und dann versuche ich mir das so ein bisschen in Form zu bringen, lege mein Standteil nochmal drüber und gucke, ob es so passt. Ja, so würde ich es machen. Und dann nehme ich mir die Klebepunkte, klebe mir die einmal rechts und einmal links hin. Und klebe mir da dann die Fäden auf. Dann klebe ich mir mit Flüssigkleber auf die Rückseite in so ein bisschen Flüssigkleber hin und mache mein Fähnchen da drauf. Und das Ganze klebe ich dann mit einem Dimensional in der Mitte hier schön auf. So. Ja, und die Karte ist auch schon fast fertig. Auch hier gibt es noch ein paar Glitzersteine. Und einen dritten hier unten hin. Und schon ist die zweite Karte nach Empfehlung von Stampin' Up! Fertig.
Ich zeige euch gleich mal meine zweite Idee dazu. Da habe ich das Ganze wieder im Querformat gemacht, habe das Element in die Mitte gesetzt, habe mir eine Blüte geklaut von dem Projekt, das wir als vierte Karte basteln, und habe einfach dieses Fähnchen in der Mitte auseinandergeschnitten und dann als kleine Zierde-Elemente nach unten hier so drauf gemacht. Genau, also das ist so eine zweite Idee für diese Karte. Als dritte Karte machen wir diese hier, die ist auch sehr schön. Und das seht ihr, auf der Grundkarte ist die Blüte so abgedruckt. Die falzen wir gleich wieder und kleben dann das ausgestanzte Element so drüber. Da haben wir eine richtig große Fläche. Manchmal sind da noch so kleine Stanzteile drin, die kann man einfach rausdrücken. Und hier haben wir jetzt eine richtig große Klebefläche. Das ist natürlich super. Und ich mache trotzdem um den Rahmen noch eine dünne Spur Flüssigkleber. Ich muss mich konzentrieren, da bin ich ruhig. So, und dann klebe ich mir das auf. Okay. Für diese Karte brauchen wir jetzt dieses große Fähnchen. Dann als Etikett dieses Ovale. Ups. Und die Karte ist wirklich total schnell gemacht. Also da ein bisschen Flüssigkleber auf die Rückseite von dem Glitzerfähnchen. Und dann stempeln wir uns das natürlich noch. Das habe ich jetzt fast vergessen. Spruch brauchen wir natürlich auch. Wünsch dir an diesem Tag alles, was dir Freude macht. Schön, kann man auch zum Geburtstag super nutzen. Und das stempel ich mir jetzt in Jade. Da kommen wieder auf die Rückseite einfach nur zwei Dimensionals wieder drauf. Ganz schön mittig aufsetzen und noch ein Schleifchen. Noch zwei Glitzis. Und schon ist die nächste Karte fertig. Auch total schön, oder? Und hier ist meine Variante dazu als Alternative. Im Prinzip genauso aufgebaut, nur ohne das Papier in den Hintergrund. Weil das Papier, dieses vorgestanzte Papier, habe ich für eine weitere Variante jetzt dann benutzt. Das seht ihr jetzt gleich. Wir machen jetzt noch die letzte Karte. Und da fange ich jetzt auch wieder mit dem Spruch an, mit dem Stempeln. Und zwar, mit diesen Grüßen möchte ich dir den Tag versüßen. Und das Ganze stempel ich mir jetzt auch nochmal in Jade. Dann wird die Grundkarte gefalzt und wieder das Papier aufgeklebt. Hier mache ich außenrum und an ein paar Stellen in der Mitte. Dann kommt wieder meine Freund, die Kordel. Und die, da mache ich es jetzt so, da klebe ich mir einfach ein paar Klebepunkte schon mal auf und lege dann die Kordel ganz frei drüber. Hier diese drei Blümchen, die man sich auch super so rausdrücken kann. Und eben diese feinen Blätter, die ich euch vorher gezeigt habe. Die holen wir auch gleich her.
Ihr seht jetzt hier hinten einmal unten diese ganz feinen und einmal diese etwas weniger zarten. Und bei diesen ganz feinen müsst ihr euch einfach noch diese Innenteile raus machen. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, dass ich mir die auseinandergeschnitten habe. Ich glaube, bei der Empfehlung kann man die ganzen nehmen, aber ich finde die halben, die reichen auch. Und ich schneide mir die einfach hier so auseinander. Dann brauche ich nämlich nur die Hälfte. Okay, wir brauchen diesen Teil für oben. Und diesen Teil für unten. Und ich habe jetzt eben noch ein Element übrig, das ich dann für die nächste Karte verwenden kann, zum Beispiel. Und die klebe ich mir jetzt auch mit den kleinen Klebepads auf. Da pulle ich mir jetzt nur schnell diese weißen Folien ab. Also die kleinen Klebeteile hat man überall und auch den Glitzer. Also ich bin komplett verglitzert, mein Basteltisch ist verglitzert. Mein Projekt, meine Klamotten. Wir funkeln auf jeden Fall richtig schön. Und jetzt klebe ich mir diese Blätter hier auf diese Klebepunkte und klebe mir das ein bisschen unter mein Etikett rein. So. Also die sind echt schön. Schauen richtig gut aus. Und ich finde insgesamt die komplette Farbkombination in dem Paket ist echt toll. Das sind irgendwie richtig gute Farben. Halt. Wieder eins am Finger. So. Eine Blume kommt nach unten. Die klebe ich auch mit so einem Klebeteil fest. Und die zweite auch. Könnt ihr auch mit Flüssigkleber machen in dem Fall. Und die dritte Blüte mache ich mit einem Dimensional, dass die einfach noch ein bisschen erhaben über der zweiten ist. So. Okay, und auch diese Karte ist total schnell gemacht. Wir brauchen noch unsere Glitzersteine für die Mitte von den Blüten. Und ich finde die ist auch total schön. Also ich finde alle Karten wirklich, wirklich schön. Also so ist die Empfehlung von Stampin' Up. Ihr seht, hier ist auch überall Glitzer dran. Das macht aber nichts. Und meine dritte Karte sieht ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt nämlich das Blattmuster von dieses Blütenmuster von der Karte vorher in den Hintergrund geklebt und ich finde, das macht sich auch total schön. Das ist eine coole Farbkombination. Also das ist meine Idee zu diesem Projekt und jetzt machen wir nochmal eine Variante für alle anderen Karten. Also nochmal eine andere Variante für die Karten. Ihr wisst ja jetzt schon, wie das Prinzip ist von dem Ganzen, deswegen lasse ich euch jetzt da einfach den Zeitraffer laufen. Ihr könnt mir über die Schulter schauen und seht, was ich da so draus mache. Thank you.
Und das sind meine anderen Ideen zu den Karten. Also einmal mit diesen Grüßen möchte ich dir den Tag versüßen. Ganz cool geworden, oder? Hat einen tollen Hintergrund, das macht sich gut so. Dann nochmal der gleiche Spruch und Karte in Grün. Kann man jetzt vielleicht auch, naja, ein bisschen Blümchen ist dran, aber vielleicht können wir es auch mal schenken. Dann diese Karte finde ich auch echt schön, also mit diesem Kreis, ja, macht sich ganz gut. Und meine letzte Karte, an der habe ich ein bisschen rumgetüftelt, aber die finde ich inzwischen auch total schön. Also ihr seht jetzt hier mal meine Idee zur grünen Karte, sage ich jetzt mal. Ganz verschieden, einmal mit dieser Form, so ist die Empfehlung von Stampin' Up. Und dann auch nochmal ein bisschen abgeändert im Querformat. Dann haben wir diese Karte hier, bleib wie du bist, habe ich hier als Spruch tatsächlich fast immer dreimal verwendet zumindest. Einmal die Empfehlung von Stampin' Up, die ist so. Dann meine Variante im Querformat. Mit den Fähnchen finde ich auch ganz cool. Und dann nochmal so. Der Rahmen ist auf jeden Fall weg, wirkt ganz anders schon plötzlich die Karte. Der Spruch ist anders, Etikett anders und schon habt ihr eine ganz andere Kartenidee. Lege ich euch auch mal nochmal kurz hier so ins Bild. Dann habe ich nochmal diese Karte hier. Die habe ich auch wieder unterschiedlich gestaltet. Einmal die Empfehlung von Stampin' Up. Die haben wir hier zweimal. Dann meine Variante mit einem anderen Grundetikett und einem anderen, na, der Spruch ist gleich. Aber hier nochmal wieder ganz anders mit dem Blütenelement im Hintergrund. Also ist auch ganz toll, finde ich. Ganz coole Varianten. Und dann noch die letzte Karte. Die fand ich eigentlich ein bisschen schwierig. Aber ich finde, die sind jetzt doch ganz cool geworden. Einmal so wie Stampin' Up die Karte empfiehlt. Haben wir jetzt zweimal gleich gebastelt. Dann einmal mit dieser Form, Querformat und ein bisschen diese feinen Blätter machen die Karte irgendwie zarter, wie mit diesem vollen Glitzerpapier. Und dann noch einmal so in dieser Variante. Also auch wieder drei verschiedene Kombinationen, wie ihr die Karte gestalten könnt. So ihr Lieben, ich habe versucht, euch ein bisschen die Karten auf den Tisch zu legen. Es sind immer noch vier nebendran. Das sind die Empfehlungen, wie man es, also die Karten, die wir doppelt haben im Prinzip. Aber ihr seht, es ist wirklich eine richtig schöne Auswahl an total schönen Karten, finde ich. Ich finde dieses Projektset total super. Ich würde es mir am liebsten nochmal kaufen, weil es hat total viel Spaß gemacht, die Karten zu basteln und sich darum ein bisschen auszutun, ein bisschen was anderes auszuprobieren und andererseits auch sich nichts überlegen müssen, weil man hat schon eine Idee, wie man es machen könnte. Und ja, ich finde es total super. Mir hat es total Spaß gemacht und wenn es euch auch gefällt, dann könnt ihr das gerne bestellen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln, falls ihr das auch habt. Und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und wenn ihr diese Glocke anklickt, werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!